Guten Abend, liebe Zuschauer. Seit der Banken- und Finanzkrise sitzt die Angst tief, dass sich Geschichte wiederholen könnte. Wegen Corona drohen Pleiten, könnten Kredite ausfallen, die wiederum Löcher in Bankbilanzen reißen. Die Deutsche Bank beruhigte heute, sie ist zuversichtlich, dass ihr dies nicht passieren wird. Die Hälfte ihrer Darlehen seien in Deutschland vergeben. 60% davon seien gut besicherte Baukredite, erklärte sie heute ihren Aktionären auf ihrer ersten rein virtuellen Hauptversammlung. Auch sonst machte Deutsche Bankchef Sewing nicht nur sich selbst Mut. Die Kapitallage der Bank sei gut, Staatshilfe daher nicht nötig. Man habe in der Corona-Krise sogar neue Kunden gewonnen, weil diese eine echte Hausbank suchten. Um für die nächsten Wellen der Krise gerüstet zu sein, aber müsse die Deutsche Bank noch wetterfester werden, so Sewing. Heißt, noch mehr Kosten sollen eingespart werden. Daher geht der Stellenabbau, der wegen Corona kurzzeitig unterbrochen war, weiter. Zudem haben sich neue Einsparpotenziale aufgetan, wie das Homeoffice, durch das sich Bürokosten in teuren Metropolen und Reisekosten verringern lassen, weil vieles auch digital geht. Apropos, allein die Hauptversammlung der Deutschen Bank habe mit gut 4.000 Teilnehmern vor Ort in normalen Zeiten 5 Millionen Euro gekostet. Wow! So erfährt man im Zuge von Corona Dinge, die man nicht mal zu ahnen gewagt hätte. Indes wird nur zu ahnen, den Mitarbeitenden der Lufthansa zur schweren Last. Sie wollen endlich wissen, wohin die Reise geht. Ihre Arbeitsplätze hängen daran. Berichten zufolge steht der Staatseinstieg unmittelbar bevor. Die Lufthansa-Betriebsräte dürften erleichtert sein. Sie warnten vor einer Planinsolvenz, der viele Jobs zum Opfer fallen könnten. Der Lufthansa-Vorstand rechnete heute im Gegenzug die bleibenden Einschnitte am Himmel in Flugzeugen vor. Fest steht, dass von den 760 Flugzeugen der Lufthansa 100 nie mehr abheben werden. Im kommenden Jahr bleiben immer noch 300 am Boden. 2022 werden wohl immer noch 200 Jets ungebraucht im Hangar stehen. Erst 2023 rechnet die Lufthansa wieder mit Normalbetrieb, mit dann kleinerer Flotte. An jedem Flieger hängt eine Vielzahl an Jobs. Die Restrukturierung wird schmerzhaft, sagt der Vorstand. Die Angst der Belegschaft bleibt. Weil das Geld auszugehen droht, steigen immer mehr Anleger bei der Lufthansa aus. Der Börsenwert der Kranichlinie ist rapide gefallen. Als Konsequenz droht ihr schon Anfang Juni ein im Börsenjargon Fast Exit, ein schneller Rauswurf aus dem DAX. Er tritt dann ein, wenn ein Konzern zu schnell zu viele Höhenmeter verloren hat, daher den DAX verlassen muss. Doch selbst fluglahme Vögel in größter Not können aufgefangen werden, wie Norwegian Air zeigt. Zuerst half der norwegische Staat der Billigfluglinie mit Krediten und Garantien. Nun steigt ein staatlicher Investor aus China ein. Corona ändert die Verhältnisse. Anleger setzen weiter darauf, dass sich die Wirtschaft im Zuge sinkender Infektionszahlen und fortschreitender Lockerungen erholt. Der DAX gewann heute rund 1,3% auf 11.224 Punkte. Ernüchterndes gab es aus Brasilien. Dort schreitet mitten in der Corona-Krise die Rodung des Amazonasgebietes voran. Der Regenwald gilt als lebenswichtiges CO2-Speicherreservat, ein laut UNESCO Weltnaturerbe, über das Brasilien nicht alleine verfügen könne. Brasiliens Präsident Bolsonaro sieht das anders, den Regenwald als reines Wirtschaftsgut hemmungslos ausbeutbar. Seit Corona ist die Hälfte mehr Regenwald gerodet worden als noch vor einem Jahr, wie Satellitenbilder belegen. Die Ansteckungsgefahr um Corona erschwert Kontrollen. Der Präsident versucht, sie zu verhindern. Ein neues Landraubgesetz soll noch stärkere Rodungen zulassen, um Rohstoffe zu gewinnen: Erze, Kupfer, Bauxit, Nickel und vor allem Gold. Den illegalen Goldgräbern bringt jedes Gramm, das sie aus dem brasilianischen Boden holen, Geld. Ein eindeutiges Motiv. Und der Goldpreis steigt. Allein seit Mitte März ist der Wert des Goldes in Euro gerechnet um gut 20% gestiegen, weil mit den Corona-Rettungsmilliarden die Inflationsangst zunimmt. Britische Supermarktketten wie Marks & Spencer, Tesco, Sainsbury wollen dem Raubbau am Amazonas nicht länger tatenlos zusehen. Sie drohen mit dem Boykott brasilianischer Produkte, sollte der Landraub tatsächlich per Gesetz legalisiert werden. In Brasilien gibt es die meisten Covid-19-Fälle im Amazonasgebiet. Neben der Umweltzerstörung ereignet sich dort gerade zeitgleich eine soziale Katastrophe. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und einen ganz schönen Vatertag.